Herzlich willkommen zur dritten Runde der Lightning Talks. Und Lightning Talks sind kleine 5-Minuten-Vorträge. Als erstes begrüße ich recht herzlich Theodor Rieche mit Datenverknüpfung von Befragungsdaten mit Geodaten. Wie geht das? Herzlichen Dank für die Einleitung. Genau, ich bin Theodor Rieche. Es geht jetzt um ein Tool, wo wir quasi in einem Forschungsfeld gerne Daten verknüpfen wollen. Und als Einstieg, also es gibt so Forschungsfragen, die vielleicht auch in der Sozialwissenschaft relevant sind, zu beforschen. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Zufriedenheit im Leben von einer Person, die befragt wurde, und dem Anteil an Grünflächen am Wohnort, wo sie wohnt? Oder auch, wie sich die Nähe von Windkraftanlagen zum Beispiel auf die Gesundheit auswirkt, ob es Zusammenhänge gibt? Das sind Beispiele für Fragen, die quasi es erfordern, dass man Befragungsdaten, also Umfragedaten, räumlich auswertet, zum Beispiel in der Wohnumgebung. Es gibt in der Forschungswelt inzwischen verschiedene Forschungsdatenzentren, wo quasi Daten aus der Forschung, die generiert werden, vorgehalten werden mit unterschiedlichen Limitationen, auch wegen Datenschutz, wegen anderen Gründen. Unsere Projektpartner GESIS und SEP, Sozialökonomisches Panel, bieten da zum Beispiel so eine Langzeitbefragung an, Albus oder SEP-Core, zum Beispiel aus den 80er Jahren. Und ich bin von dem IOR, von dem Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, wo wir so einen Monitor haben, wo man quasi so ca. 100 Rasterkarten verschiedenen Auflösungen für Deutschland auch als WFS oder WCS zum Teil bekommen kann, mit so einem Datennutzungsvertrag, den man ziemlich schnell auch kostenfrei abschließen kann, zum Beispiel zu Grünflächenanteil, Bodenversiegelung und weiteren Themen. Und das wollen wir hier quasi dann verknüpfen und zusammenbringen. Es geht hier um ein Tool, SORA, Sozialraumwissenschaftliche Forschungsinfrastrukturstruktur, wo es quasi das Schaubild das so ein bisschen zeigt, dass die Daten zunächst die Koordinaten der Befragung, wo die wohnen, die Personen, intern weitergeleitet werden, dann dort quasi mit den Karten verknüpft werden, man dann zum Beispiel Iselkronen etc. dort schaut, was in der Wohnumgebung dort passiert in der Karte. Das wird dann angespielt und letztendlich wieder verknüpft mit dem, was geantwortet worden wurde in einer solchen Befragung, sodass wir dann hier einen Zusammenhang am Ende generieren können zwischen einer Frage und zwischen der Umgebung in den Geodaten. Man kann auch sagen, je kleinräumiger der Raumbezug vorliegt, also tatsächlich gibt es zum Teil wirklich die Adresse oder auch so in Spire-Grid-Zellen 1 Kilometer Auflösung, desto wichtiger ist Datenschutz. Deswegen sind die auch dann nicht frei verfügbar, sondern mit strengen Limitationen, auch liegen in solchen geschützten Secure-Rooms dann vor, wo man das quasi erstmal dort auch sich dort anmelden muss und das erstmal durchlaufen muss. Und unsere Lösung ist halt mit diesem SORA-Tool so eine dezentrale verteilte Infrastruktur zu entwickeln mit verschiedenen APIs im Backend, mit so einem R- und Starter-Nutzer-Package dann, wo man das nutzen kann, um das ein bisschen zu beschleunigen und ein bisschen effizienter zu gestalten und dann auch mehr forschen, damit quasi dort Zugang bieten zu können. Hier kurz noch eine Folie, wie so eine Verknüpfung dann aussieht. Also man kann quasi Routing dann zu Vektordatensätzen machen von dieser Adresse der Befragten, zum Beispiel eben nächste Windkraftanlage als POI oder auch so Nachbarschaften, zum Beispiel für Rasterkarten, verschieden definieren, so als dieser Tool-Gedanke. Genau, und damit bedanke ich mich, auch gerne auf uns noch zukommen, auch wenn da vielleicht Interesse spät in Zukunft besteht, das auch zu testen, dann gerne auch uns schreiben. Danke.